Hallo Leute, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Johannes und Sarah sind wieder für euch da. Und zwar reviewen wir heute für euch den neuen Gravity MP, den Schläger von Sascha Zverev. Johannes, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Schläger. Ja, der neue Head Gravity MP wiegt 295 Gramm, hat ein Beseitungsmuster 16x20 und ist leicht kopflastig. Wie die ganze Gravity-Serie bietet er einen besonders großen Sweet Spot und ja, besonders eine Mischung aus Power und Kontrolle. Damit wirbt die Gravity-Serie. Sarah, kannst du das soweit bestätigen und wie findest du den Schläger allgemein? Ich kann das soweit bestätigen. Die Tropfenform des Schlägers bietet wirklich einen sehr großen Sweet Spot. Den fühlt man, er fühlt sich sehr, sehr stabil an im Schlag. Er ist sehr, sehr ausgewogen. Johannes, erzähl uns doch noch was über den CPI-Wert. Ja, beim Gravity MP haben wir jetzt einen CPI-Wert von 400. Das heißt, von den drei Schlägern, die wir getestet haben, Pro, Tour und MP, ist der MP ein bisschen der, der die beste Power gibt, der am meisten in den Schlag reingibt, ist aber immer noch so in der Mitte zwischen Power und Kontrolle, also eigentlich ein ganz guter Mix. Und ich finde, das konnte man auch beim Spielen gut merken. Man hat eine sehr, sehr gute Balance. Wirklich, man kriegt extreme Power rein, ja, hat aber trotzdem noch einen guten Touch, gute Kontrolle auf dem Schlag. Sarah, wem empfehlen wir denn den MP? Ich würde sagen, der MP ist wirklich ein Allrounder. Er kann sowohl von professionellen Spielern gespielt werden, als auch von Clubspielern, die ambitioniert spielen. Durch sein relativ geringes Gewicht ist er wirklich leicht zu manövrieren. Der Kopf ist groß genug, dass man wirklich aus jeder Lage einen guten Ball spielen kann. Ich sehe den Schläger wirklich bei vielen Spielern. Wie sieht's bei dir aus? Ich würde es auch so sehen. Der MP ist eigentlich ein Schläger, den man vielen Spielern empfehlen kann. Ich würde jetzt sagen, vor allem meines Erachtens nach für turnierspielende Damen könnte er sehr interessant sein. Und für Leute, die vielleicht auch sich bei den jetzigen Head-Serien noch nicht so richtig entscheiden können, den würde ich empfehlen, wirklich mal den Gravity zu nehmen, denn der bietet eigentlich viele Vorteile aus den verschiedenen Serien, so ein bisschen vereint mit dem neuen großen Sweet Spot. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung. Und der MP ist da so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen der Vorzeigeschläger, würde ich sagen. Jetzt interessante Frage, die sich wahrscheinlich viele von euch fragen. Zu welcher Schlägerkategorie von Head würdest du den Graphene 360 Grad Gravity MP zuordnen? Ja, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist wirklich was komplett Neues. Man kann jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt ähnlich wie der Radical oder ähnlich wie der Instinct oder so. Das ist wirklich was komplett Neues. Der MP ist für mich vielleicht so ein bisschen eine Mischung, ja, aus Instinct und Radical mit aber noch den komplett neuen Features. Und ja, der Sweet Spot ist auf jeden Fall einmalig. Der neue Rahmen mit dem Flip-Design ist natürlich auch einmalig. Und ja, diese Mischung aus Power und Kontrolle hat man, glaube ich, in den anderen Serien in der Art und Weise auch nicht. Also eigentlich was komplett Neues, würde ich zusammenfassend sagen. Also ihr seht, ihr solltet diesen Schläger testen. Das war's von uns mit dem Gravity MP. Wir verabschieden uns. Abonniert Tennis Point. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt's drunter. Ciao. Bye, bye. Advantage you.